Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr zu dieser Preview dabei seid vom LKPZ M41 90 mm, dem neuen Tier 8 leichten Deutschen. Und ihr werdet euch fragen, ja, den kenne ich ja doch, das ist doch der Walker Bulldog. Ja, fast, aber anlässlich zur Wargaming League gibt's hier wieder einen neuen Panzer. Im letzten Jahr gab es den 1357 GF und dieses Jahr eben diesen. Und wir sehen auch in den Fahrzeugdaten, was es damit auf sich hat. Deutsche Ausführung des amerikanischen leichten Panzers M41A1 Walker Bulldog. Unter anderem wurde das 76 mm Geschütz M32 auf 90 mm aufgebaut und um 425 mm verkürzt. Die Eckdaten sind 1100 Struktur, 26 Tonnen Höchstgewicht, Motorleistung 500 PS, Höchstgeschwindigkeit 72,4, Wendegeschwindigkeit 54. Eine sehr weiche, leichte Panzerung mit 25, 25, 19 hinten und der Turm ist an jeder Seite 25 mm dick. Standardschaden, Durchschlagskraft schauen wir uns gleich noch an bei der Kanone selber. Die tatsächliche Geschütznachladezeit ist hier jetzt aktuell in dieser Ausführung, so wie ich ihn habe, mit Waffenbrüder 5,45 Sekunden. Turmdrehgeschwindigkeit 50 Grad, 400 Meter Sichtweite, 745 Meter Funkweite beziehungsweise durch die Ausführungen, so wie ich ihn jetzt hier spiele, 417 bzw. 812. Ja, was verbaue ich? Den Lüfter, den Ansetzer und den Stabi. Fein hier mit Waffenbrüder. Es gibt vier Besatzungsmitglieder, den Kommandant, den Richtschützen, den Fahrer und den Lagerschützen. Also ein Funker habt ihr nicht am Start. Munition AP, Heat und HE und die Kanone seht ihr 240 Schaden im Schnitt. HE macht 320. Normal sind 182 Durchschlag oder mit Premium dann 250. Beim Äußeren ist nichts zu verändern, da ist immer diese Tarnung maßgebend. Ich gehe aber mal davon aus, dass es so ist wie bei anderen Panzer, dass diese Tarnung auch euch den Bonus automatisch gibt, ohne dass ihr was anderes draufpacken könnt. Ja, nun genug der Hard Facts. Jetzt würde ich sagen, lasst ihn uns einfach im Spiel ansehen und loslegen. Also, legen wir los, starten mit dem deutschen Panzer. So, da sind wir jetzt also mit dem LKPZ M41 90 mm und ich habe hier ein Replay, was ich selbst erspielt habe, gerade rausgesucht. Eigentlich war es gerade eben noch just live gespielt und live kommentiert, allerdings hat mir mein Aufnahmeprogramm einen Strich durch die Rechnung gemacht und somit zeige ich euch die Runde jetzt nochmal in der Erzählform. Ist vielleicht auch ein bisschen entspannter für mich, so kann ich etwas mehr darauf eingehen. Ja, zum Panzer kann man eins sagen, ja, jeder, der den Bulldog gerne fährt, der wird sofort sich mit dem auch wohlfühlen. Der ist da sehr schnell, sehr heimisch, weil er wirklich sich sehr ähnlich spielt. Meine Taktik hier ist erstmal in der Mitte zu bleiben und hier dieses Feld zu überwachen. Das mache ich in der Regel sehr gern. Macht auch kaum jeder anders, aber das ist immer ab und an sinnvoll, weil man da dementsprechend eine gute Map-Awareness hat oder eine Map-Übersicht, so wäre es richtig auf Deutsch. Da drüben ist ein AMX CDC und der erste Schuss, wie soll es anders sein, geht direkt drüber, aber er gibt mir noch den Nachschuss und der klappt und dementsprechend der erste Kill der Runde. Außerdem muss man auch eins sagen, mit so Preview-Panzern wird man sehr gerne fokussiert und rausgenommen, also dementsprechend auch da immer schön, wenn man erstmal ein bisschen defensiver spielen kann und nicht sofort an die Front muss. Die Aufteilung des Teams ist eh recht gut. Man sieht drüben hier die Lights, mittlerer Panzer und ein IS zur Versteckung auch da, der FV, der hier hinten noch so ein bisschen abdeckt. Und die schweren Jungs fahren dann hier rüber. So, Chariot hier rechts von mir. Der bekommt einen, ich bekomme einen. Da hat er gleich mit HE geschossen. Der Charity wird uns jetzt gleich ein wenig auch noch begleiten, kann ich schon mal vorweg sagen. Diesen Panzer gibt es eben anlässlich zu den Grand Finals. Wird es auch nicht lang geben. Wird es auch wahrscheinlich nicht im Spiel zu kaufen geben, sondern nur über den Premium-Laden. Leider, Preise sind da noch nicht bekannt. Also da kann ich euch noch nichts dazu sagen. Aber wie gesagt, Grand Finals sind ja jetzt sehr bald, dementsprechend können wir da was bekommen. Da der Waffenträger. Der zweite wird nochmal blind geschossen. So, und da ist jetzt der Leo. Charity hat wieder auf mich geguckt.
Und dem Leo konnte man noch einen geben. Natürlich, man sieht, der Charioteer, der schießt sich gerade auch gut auf uns ein. Da muss ich einfach ein bisschen aufpassen. Vielleicht auch noch zu den Grand Finals ein Thema. Ich von WG News sozusagen, also WG News selber und meine Person im Speziellen ist bei den Grand Finals und ich freue mich da sehr drauf, von vor Ort berichten zu können. Wer von euch Fragen an die Jungs von Navi oder Kassner hat, mit denen werde ich nämlich ein Interview führen, können sie gern hier rein posten oder auch allgemeine World of Tanks Fragen zu Entwicklung, zum Spiel oder sonstiges. Also ich werde da das ein oder andere Interview führen können. Schön, wie der Leo sich hier da gedreht hat und wieder sogar auf die Reifen kommt. Also, wer das die ein oder andere Frage hat oder auch mehrere, einfach in die Kommentare posten. Ich werde die, wenn es möglich ist, auch dann da live vor Ort anbringen. Und ansonsten natürlich achtet nächste Woche auf die Homepage. Da wird viel berichtet davon und natürlich auf den Facebook-Seiten selbstverständlich auch. So, der Leo bekommt weiterhin und man muss sagen, die Kanone, die fühlt sich richtig, richtig gut an. Also das ist ein gefühlt sehr schöner, stimmiger Panzer. So, und jetzt der Charioteer, da muss er jetzt endlich weg. Da unten kommt der Leo PTA, der Neuner. Und dafür habe ich jetzt Premium geladen, wie man sieht. Premium hat dann doch 250 Durchschlag, wobei man könnte schon mit 182 auch zurechtkommen. Der Charioteer ist damit der Kanone von uns ein bisschen unzufrieden. So, und jetzt der erste sitzt. Den zweiten versemmelt er und aufgrund dessen fahre ich hier gleich nochmal vor, weil meine Nachladezeit kürzer ist als dem seine und kann ihn wegmachen. Dritter Kill. So, und da hinten ist immer noch der Waffenträger. Die Jungs in der Stadt sind da auch noch gut eingespannt bis dato. AMX, IS-2, Tiger, aber das schaut alles sehr vernünftig aus. Mit T-54, T-32 ist da für jeden was noch dabei. Wir liegen 7-5 vorne und eben 3 Kills auf meiner Uhr. Also die Grundbasis passt. Nach wie vor achte ich hier auf die Mitte, weil es könnte immer noch sein, dass irgendwo ein schneller, kleiner durchfahren will. Gerade jetzt aktuell ist der 12T eben nicht zu sehen. Also daher der Blick. Aber nun ist es der Zeitpunkt geschehen, dass ich mich da mal den Leuten widme. Aber da in die Stadt brauche ich nicht mehr fahren. Das wird schon passieren. Also kann ich mich Richtung Basis von denen orientieren. Unangenehm ist noch der Waffenträger auf Panzer 4, weil der könnte uns one-shotten. Natürlich Arti in der Tendenz kann das auch immer, aber wirklich unangenehm oder im Magen liegend ist noch der Waffenträger. Für den lade ich jetzt auch HE. Da ist er auch schon. Einzielzeit ist wirklich vernünftig. 357 Schaden mit HE und jetzt fährt er weg. Und die letzte Kugel geht leider etwas drüber, weil er da die Flucht nach vorne antritt. So, der CDC fährt hier oben, aber wird sich mir gleich wieder anschließen. Der ist ein bisschen Hasenfuß mit seinen vollen Hitpoints. Deswegen mache ich die Vorhut und suche die Arti. Da bin ich auch schon offen. Arti verschießt Gott sei Dank. Dementsprechend habe ich jetzt alle Zeit der Welt, mir Kill Nummer 4 abzuholen. Und jetzt den längeren Weg auf mich nehmen, um zu gucken, wo ist der Jagdtiger und wo ist der Waffenträger. Der Waffenträger hat da den IS weggemacht. 12T ist auf der 1-2er Linie. Also der zumindest, der stört uns jetzt nicht mehr wirklich. Wie gesagt, wo ist der Jagdtiger? Da ist er. Und frontal, da fahre ich so nicht drauf. Das ist dann doch ein bisschen zu aggressiv. Dementsprechend behalte ich ihn hier im Auge, aber will ihn umfahren, beziehungsweise mich noch auf den Waffenträger stürzen. So, und hier mit vollem Karacho nach unten. Bin hier jetzt auch offen, aber ich sehe noch keinen Gegner. Der Waffenträger ist jetzt da hinter mir zu sehen. Ich bin aber auch wieder zu und kann ihn jetzt die erste Schelle geben. Und die zweite. Er hat schon böse geguckt.
So, die Jungs mittlerweile konnten den Jagdtiger wegmachen und jetzt will ich mir noch den 12T holen. Der hat ja unsere AT geholt. Jetzt heißt es Cap, aber nein, der capt. Und ich hätte gern natürlich noch den Krieger. Deswegen schreibe ich auch Top Gun, please. Weil was ist schöner als so eine Preview mit einem Krieger abzuschließen? Gibt es auch viele verstanden, also die Jungs, zumindest die Nachfahren, wissen das. 18 Sekunden noch hier, habe ich Zeit dafür, den zu holen. Aus dem Cap fahrt nämlich keiner, aber die Zeit sollte reichen. Und da ist er auch schon und da konnte ich ihn zerstören. Ja, alles in allem, muss man wirklich sagen. Ein tolles Gerät. Ich selber habe die Fahrt mit ihm sehr genossen. Ich glaube, ich werde ihn mir auch selber holen, weil er fühlt sich einfach gut an und das soll er doch machen. Und die Optik gefällt er mir auch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Kommentiert auch gern eben mit euren Fragen oder anderen Meinungen zum Video. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Tanks. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.